Jetzt versuchen Sie doch mal, die Wärmeenergie der Räder wieder in die Bewegung zu übertragen. Das geht nicht. Und Sie können sich die Frage stellen, warum geht das nur in die eine, aber nicht in die andere Richtung? Was ist die Richtung der Prozesse? Und für diese Richtung der Prozesse, für also die Dynamik eigentlich der Welt, gab es damals auch schon einen ersten Hinweis, einen sogenannten zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik war etwa um 1870, etwa um 1880 formuliert worden. Und er konzentrierte sich nicht auf die Energie eines Systems, sondern auf die Art, wie die Energie in der Lage ist, Arbeit zu verrichten. Man konnte zeigen, dass nicht alle Energie, die in einem Körper steckt, in Arbeit umgewandelt werden kann. Also Maschinen können nur bis zu einem gewissen Grad das tun, was man von ihnen erwartet. Also Lasten transportieren oder Bewegungsabläufe vollziehen oder einfach Energie liefern. Und die Frage ist, was unterscheidet die Energie, die man in Arbeit umwandeln kann, von der Energie, die man nicht in Arbeit umwandeln kann? Man nannte dann die Energie, die man umwandeln kann, freie Energie. Und die Differenz zwischen der Energie und der freien Energie wurde durch eine andere Größe beschrieben, für die ein Kunstwort entwickelt wurde durch den Physiker Clausius, Rudolf Clausius. Er suchte ein Wort, das so ähnlich klingt wie Energie, das auch griechisch sein sollte. Und er schlug dafür den Begriff der Entropie vor. Entropie ist eines der rätselhaftesten Größen, die es gibt. Entropie war damals ganz neu, damals war es auch rätselhaft. Entropie hat etwas mit der Unordnung eines Systems zu tun, mit dem Vorrat an Unregelmäßigkeiten, die in einem System sind. Und Planck hat gesehen, dass da ein tiefes Problem ist. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt nämlich, dass die Entropie eines Systems, also sozusagen seine Unordnung, nur zunehmen kann, wenn nicht besondere Eigenschaften angewendet werden. Also das kennen Sie alle von Ihrem Schreibtisch oder von einem Kinderzimmer. Das können Sie aufräumen, so oft Sie wollen. Sobald dann darin gespielt wird, sobald darin gelebt wird, sobald darin etwas getan wird, wächst nur die Unordnung. Sie müssen sozusagen sich ganz gezielt wieder vornehmen, Ordnung zu schaffen. Sonst klappt das nicht. Spontan nimmt nur die Unordnung zu. Und Planck wollte wissen, wieso das der Fall ist. Was ist das Besondere, das diese Richtung der physikalischen Bewegung angibt? Und er versuchte zu unterscheiden zwischen Prozessen, die umkehrbar ablaufen können. Das sind sogenannte reversible Prozesse. Und Prozesse, die nicht umkehrbar ablaufen können. Das sind irreversible Prozesse. Und zu diesen Prozessen gehört das Leben zum Beispiel.